Die Aufgabe eines Interrupt-Controllers besteht darin, über den Steuerbus sogenannte Interrupt-Signale zu empfangen und zu verwalten. Sobald am Interrupt-Controller ein oder mehrere Interrupt-Signale eingegangen sind, wird das Steuerwerk darüber informiert. Das Steuerwerk ist in der Folge dafür zuständig, jeden angezeigten Interrupt zu bearbeiten. Dabei besitzt jeder Interrupt eine spezielle Interrupt-Behandlungsroutine. Diese Behandlungsroutine ist Teil des Betriebssystems und besteht aus einer Reihe von Anweisungen, welche durch die CPU ausgeführt werden müssen. Bevor dies jedoch geschehen kann, muss der aktuell noch laufende Prozess unterbrochen werden und es muss sichergestellt sein, dass dieser Prozess zu einem späteren Zeitpunkt ohne negative Auswirkungen an genau dieser Stelle weiterarbeiten kann.